Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Spider-Man, wo ich mich jetzt spontan dazu entschlossen habe, dass wir erstmal das Tombstone-Ding machen. Um mal zu gucken, weil es ja von unterwegs sein soll. Mal gucken, was es bringt. Flachschwinger, yay, Nummer 2. Ach, wir konnten noch... Wie war das? So nicht. Wie waren diese Tricks? Hier auch nicht. Was nicht mit X? Ach nee, so war das. Gibt auch ein paar EP. Leute, ich erhalte beunruhigende Berichte über Spider-Man in unseren öffentlichen Parks, wo unsere Kinder spielen. Verfolgt der Tauben. Ja, wilde Tauben. Vielleicht sorgen sie sich um seinen Geisteszustand. Und das zu Recht. Haben sie je von der Goliath-Vogelspinne gehört? Ich erspare ihnen die ekligen Einzelheiten, aber diese Spinne frisst Vögel. Spider-Man klebt an Wänden wie eine Spinne. Er springt wie eine Spinne. Welche Gemeinsamkeiten gibt es noch? Nur gut, bringt jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte, aber immerhin etwas. Ist immer noch besser als gar nichts. So, Tombstone. Start. Mal gucken, was hier abgeht. Ja, mit Ladebildschirm natürlich. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Oh. Doppelt gemoppelt? Das tut mir leid. Ach, hier ist das Labor. Oh. Können wir jetzt die Hauptmission außer Acht lassen? Sieht fast so aus. So, wir gucken mal hier. Weil wir gerade hier sind und nichts Neues. Steht da zufällig, wann das freigeschaltet wird? Müssen wir da irgendwie eine Stufe für haben oder wie läuft das? Nö. Steht hier nicht. Das ist hier toll. Nicht. Nicht toll. Gar nicht toll. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Okay, wir müssen auf 5 und wir müssen da drüben hin. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich darum auf 5. Wir haben minus 2, minus 1. Okay, wir haben 2 grüne und einen roten. Warte mal, wir kommen. Ach so, warte, da müssen wir hier den 3er rein. Da muss hier der 3er rein. Und in den roten muss ein 1er rein. Ich war gerade völlig kurzzeitig völlig verwirrt. Tut mir leid. So, der muss da hin und der muss dann so hin. Und dann müssen wir hier, müssen wir geradeaus, hier müssen wir geradeaus, dann müssen wir hier einmal noch um, dann müssen wir wieder geradeaus. Hier müssen wir dann einmal rum. Hier wieder geradeaus. So, dann müssen wir hier einmal ums Eck. Geradeaus, geradeaus, dann hoch, einmal rum und dann wieder einfach geradeaus und nochmal geradeaus und fertig. Easy. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Wo ist denn Dr. Octavius? Ist hier markiert? Nö. Ach so, weil ich jetzt die Mission markiert habe. Ja, alles gut. Dann hauen wir mal wieder ab. Mit einem Ladebildschirm. Ist immer, ich finde es immer super klasse, wenn die Folgen mit Ladebildschirmen beginnen. Am besten gleich 2 oder 3. Dann macht das Ganze richtig Laune. Finde ich echt kacke. Aber man weiß halt nie, was vor dem was nach dem Ladebildschirm kommt. Deswegen nimmt man es ja mit auf. Ne? Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Das hoffst du. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen.
Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Mhm. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Wundert mich eigentlich, dass einer wie er, jetzt sag mal, der kann nicht erschossen werden, ne? Wie machst du denn jemanden platt, der erstmal Tombstone heißt und dazu auch noch nicht erschossen werden kann oder allgemein anscheinend nicht verletzt werden kann, so richtig? Der müsste doch eigentlich ganz oben auf sein in der Verbrecherbranche. Dabei ist der nur Chef von einem Motorradclub, wie mir scheint. Das ist jetzt nicht so doll. Also karrieretechnisch ist der nicht weit gekommen bis jetzt. Muss ich ja mal so sagen. Das geht besser, ne? Eigentlich. Sollte man zumindest meinen. Okay, wir kommen langsam näher. Hoffe ich. Machen wir hier durch. Wir haben noch 6 Nebenmissionen in dem Gebiet frei. Da, der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Ja. Stopp. Das ist Spider-Man! Ruf Verstärkung! Was denn? Och, so du. Ich hab ihn! Verdammt! Er ist bewusstlos! Hey, die ganze Bande ist da! Hier, nimm mal einen Motorrad. Natürlich sagte er das. Der ist ja nicht ganz, der ist ja nicht. Nicht so blöd, wie er aussieht, ne? Sag mal, jetzt habe ich aber langsam die Faxen-Dicke von euch. Ja, von euch sind ja nicht mehr so viele da. Guck mal hier, Moritz schenke ich dir. Na. Biker erledigt. Jo. Mal sehen, was im Laster ist. Tombstone. Nein. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Alles klar, das war eine tombstonische Mission. Oh, schon wieder eine neue Stufe. Alter, was ist hier los? Sag mal, wir haben jetzt schon 5 Stufen erreicht, glaube ich, in 2,5 Stunden. Das geht nicht ab. So, haben wir jetzt eine neue Mission oder müssen wir jetzt erst wieder warten? Dann machen wir das mal weiter. Was baut er da bloß in Harlem? Wo ist er? Auch wieder nicht weit weg zum Glück. Ist gleich um die Ecke. Das ist sehr schön. Freue ich mich richtig drüber. Dass das so um die Ecke ist. Vorsicht, ich komme. Alles gut. Ja, das war sehr elegant. Rückwärtssaltos. Die 2 EP. Jetzt guck nicht so, Spider-Man. Ich weiß, was du getan hast. Was du weißt, was ich getan habe? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Eigentlich müssen wir mal quer durch den Park kraxeln, ne? Muck wieder mal. Wir warten einfach noch darauf, dass vielleicht noch irgendwo eine kleine Verbrechensmission aufploppt. Ansonsten müssen wir uns zu gegebener Zeit mal in diese Gebiete begeben. Wir haben noch, jetzt haben wir noch freier Fall offen. 50.000 oder 500.000, irgendwie eine 50er-Zahl auf jeden Fall.
Da hat sich voll gelohnt, der Absprung. Guck mal, da oben leuchtet so schön bläu. Ich glaube, das ist so ein Verbrechensding. Müssen wir quer durch die Stadt kratzeln. Um diesen Tombstone zu erwischen. Als ob wir sonst keine Hobbys hätten, ne? Da ist das Alchemax-Werk. So. Start. Gutes Timing. Tombstones Leute laden neue Vorräte auf. Aber wofür nur? Macht er wieder in Drogen? Sind schwer bewaffnet. Ich sollte wohl besser lautlos bleiben. Lautlos kann ich am besten. Geisterstadt hier. Der Boss schmiert sie. Falls doch jemand kommt, abknallen. Ab Tombstone Betriebsanzahl. Abknallen. Mal, mal gucken, wer ist denn hier safe von denen? Der. Schon mal safe weg. Ihm. Der ist auch safe. Dumm, die dumm, die dumm. Wieder noch ein paar. Gefahr, Gefahr. Ich suche mir immer erstmal die, die so einzeln unterwegs sind und rumrennen. Zum Beispiel der Kollege hinten auf seinem ollen Container. Guck mal, der ist sicher. Und der sieht alle anderen. Aber ihn sieht keiner. So, jetzt ist der nämlich safe. Kriegen wir den von hier zufällig? Nein. Der ist in Gefahr. Rein theoretisch könnten wir den ja von da holen, ne? Ob Tombstone Betriebsrenten zahlt. Der ist in Gefahr. Wegen ihm da wahrscheinlich. Dann mal dahin. Der ist auch Gefahr. Der da könnte sicher sein. Nee, der ist auch Gefahr. Skandalös. Der ist Gefahr. Der ist Gefahr. Wieso sind die denn alle in Gefahr? Wer sieht die denn? Halt mal ihn im Auge. Vielleicht ist der gleich safe. Wenn er an die richtige Stelle geht. Sieht schlecht aus. Ja, wegen ihm. Aber vielleicht ist der dann gleich safe. Nö. Auch nicht. Kalt. Warum der hingefahren ist, verstehe ich nicht. Von wem wird der gesehen? Von denen da drüben? Und von wem wird der gesehen? Von denen da hinten wahrscheinlich. Ich muss hier einen abschwurbeln. Ihn vielleicht. Warte. Hey, ich habe was gehört. Mit Glück begibt er sich gleich irgendwie außer Sicht. Jetzt zum Beispiel. Komm her. Und dann müssten wir rein theoretisch den anderen da holen können. Sobald der seinen Arsch wieder bewegt. So, jetzt müsste der. Ist noch Gefahr. Und der auch. Das ist doof. Der ist auch noch gefährlich. Setze ich mich mal dahin. Und dann warte ich auf den Kollegen. Der müsste nämlich gleich safe. Rein theoretisch müsste der jetzt gleich safe sein. Sobald er hier. Genau. Sobald er hier ums Eck kommt. Ja. Ganz fein. Bravo, Lumpi. Und dann schwurbeln wir uns mal wieder nach da oben. Jetzt ist der immer noch in Gefahr. Und der wahrscheinlich auch, ne? Ja. Hey, Jeremiah, alles klar?
her? Wo will er hin? Jetzt muss ich mich warten, wo er hingeht. Jeremiah könnte der Kollege da hinten sein, ne? Kalt. Hätte mich besser warm anziehen sollen. So, jetzt sind die immer noch in Gefahr. Was ist denn mit ihm jetzt? So habe ich mir das Gangsterleben nicht vorgestellt. Hey, ich habe was gehört. Der war safe. Ja. Easy going bis jetzt. Machen wir gut. Läuft. Okay, jetzt geht er los. Sind denn immer noch beide? Nee, da ist jetzt nur noch einer. Rein theoretisch müssten wir die noch wegholen können, oder? Der ist in Gefahr. Der ist Gefahr. Und der ist safe. Dann komm mal her. Gucken auch alle nicht nach oben, ne? So dämlich. Ist ja wie bei Batman. Wir wissen alle, dass der von oben hauptsächlich angreift, aber keiner guckt nach oben. Gefahr, Gefahr und Gefahr. So, warte, wenn der jetzt gleich im Rücken von denen ist, müsste der rein theoretisch ja safe sein, oder? Oder von wem wird der beobachtet? Oder habe ich auch irgendjemanden hier gesehen, den ich noch nicht gesehen habe? Der ist jetzt sicher. So. Und jetzt sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Jetzt ist der nämlich safe. Ich glaube, den können wir hier nicht wegschnappen. Und den können wir hier, glaube ich, wegschnappen. Ja. Komm her. Schön ist ja, wir haben mit Batman. Das Gangsterleben nicht vorgestellt. Waren wir immer ein bisschen eingeschränkt. Spider-Man sind wieder ein bisschen flexibel. Tombstones Männer sind erledigt. Dann mal ran an diese Fässer. Der kann an jeder Kante rumhängen. Ja. Diox 3. Ist das nicht das Zeug, das Tombstone als Kind erwischt hat? Was will er jetzt damit? Leo. Yeah! Auf geht's, los! Okay. Wieso? Das Zeug ist sicher nicht gegen Asthma. Aua. Da bin ich gescheppert. Ach, das hält nicht lange. Das ist nicht so gut. Aua. Das sind der Typen, mehr Drogen. Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwang erklären. Aufgepumpt.
Ach, der lebt immer noch. Das reicht's aber. Ich befürchte, die Drogeninhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen. Ich sollte mir mal einen dieser Inhalatoren genauer ansehen. Vor allem haust ihm so ein Motorrad über den Schädel und dann steht er einfach wieder auf, ne? Krasser Typ. Also drehen. Okay, was steckt in dir? Gute Frage, nächste Frage. Wahrscheinlich das Zeug, ne? Hast ja gesehen, die wohnen auch so Betonmänner. So, zwei links, einer rechts. Zwei links, einer rechts. Da würde sich der und der anbieten. So, dann brauchen wir zwei auf der linken Seite. Das heißt, und einen ganz rechts. Aber für einen ganz rechts würde ich den nehmen. Und dann den. Und für zwei auf links, dann nimmst du den. Und den hier. Und dann passt das. Easy. Diox 3 plus Designer-Amphetamine. Cleveres Rezept für vorübergehende Unverwundbarkeit. Bin beeindruckt und besorgt. Für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt. Und Tombstone ist der einzige Lieferant. Ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen. Ob es wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt? Natürlich, die haben auch noch Laborgeräte dabei. Welch zufälliger Zufall. Zeit für improvisierte Wissenschaft. Mhm. Da, eine Einzeldosis der Gegendroge. Muss sie nur noch testen. Jo. Vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen. Machen wir Tombstone jetzt angreifbar. Sind das zufällig diese 6 Nebenmissionen von hier? Von hier, Entschuldigung. Nee, eine von 6 haben wir jetzt gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung. Was ist das? Achso, das ist die Kiste. Tombstone in seiner Werkstatt. Achso, die müssen wir. Müssen wir wieder auswählen. Entschuldigung, alles klar. Hier, Tombstone, Zakikowski. In Harlem. Komme ich gerade aus Harlem? Geht ja wenigstens. Na, jetzt passt das mal. So, freier Fall müssen wir so ein paar verdienen. Das machen wir gerne. Da schwingen wir einfach immer schön durch die Gegend. Oh. Hose. Da. Komme ich hier zufällig rein? Komme ich. Dann machen wir die erstmal, wenn wir gerade da sind. Warum nicht Bellatrix? Hauptsache, wir spawnen nicht zu weit weg irgendwo nachher. Ich fühle mich nicht allzu gut bei der Sache. Tarntechnologie für die militärische Anwendung. Wir verwenden bewaffnete Drohnen, um sie zu testen. Das war mein einziges Zugeständnis an Dad. Hoffentlich überzeugt ihn das davon, dass sich die Finanzierung der anderen Stationen lohnt. Diese Station könnte sicher sein, denn hier testet Oscorp militärische Ausrüstung, Tarnvorrichtungen. Aber ich will keine Tests mit bewaffneten Drohnen. Jemand könnte verletzt werden. Nicht, wenn ich sie teste. Mal sehen, ob ich die Tarnvorrichtung mit meinem Anzug vernetzen kann. Geschafft! Das Energiefeld stört meine Netzgeräte. Keine sichere Methode. Oh, die bewaffneten Drohnen funktionieren nicht richtig. Sie sind gefährlich. Und das Selbstzerstörungssignal funktioniert nicht von hier. Aber getarnt komme ich nah genug ran, um den Zerstörungsmechanismus auszulösen. Die Drohne ist nicht weit gekommen. Ich lade die Daten vor der Zerstörung runter, so können sie das Problem identifizieren. Okay, ich muss auf 10 Meter an die Drohne ran, um sie zu stoppen. Und ich muss mich tarnen. Nähere dich der Drohne, unsichtbar und drücke R1. Perfekt! Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Hab dich!
Mist. Kann ich dir wenigstens... Kaboom! Sorry, Drohne, aber deine Daten leben weiter. Ja, läuft ja, ne? Okay, das geht. 4 von 12. Alter. Besser du als ich. Das stimmt. So, warte, hier müssen wir den Moment abpassen. Jetzt. Damit hast du nicht gerechnet. Ich mach ständig was kaputt. Da musste eine dran glauben. Alles klar. Die nächste ist da. Eine Drohne weniger. Irgendwo hier unten soll eine sein. Oder ist das die da? Zwei Stück. Drei Stück. Ich sehe die gar nicht. Muss doch nicht sein. Den machen wir so. Machen wir manuell. Ich sehe jetzt nicht so, als ob das... Sind bewaffnete Drohnen überhaupt legal? So bitterböse nötig ist. So, warte, die können wir da so schnappen. Oder auch nicht. Mist. Hallo, jetzt mach doch. Tarn Spidey schlägt wieder zu. Die nächste. Der Tarnmodus war lustig, aber jetzt brauche ich meine Netze. Hoffentlich kapiert Oscorp, dass bewaffnete Drohnen in Manhattan keine gute Idee sind, wofür ich nicht die Hand ins Feuer lege. Jetzt haben sie die benötigten Daten. Die Tarntechnik ist vielversprechend, aber noch lange nicht perfekt. Ich denke, Harrys Station ist sicher. Wenn sie je die Fehler beheben, mache ich mir vielleicht einen Tarnanzug. Ja, das wäre es doch. So, jetzt ist aber meine Mission wieder deaktiviert, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe... Nee, die ist noch aktiv. Wo ist sie denn? Da ist sie. Wir sind noch recht weit weg. Begib dich zu Tombsturm-Schwerkstatt. Alles klar. Dann würde ich sagen, schwubbel ich da mal hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier lang schwinge. Darum sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Spider-Man und bis zur nächsten Folge. Ich bin die Mechaniker. Und ich bin raus. Tschüss.